Willkommen zurück zu Let's Play Football Manager 13! Yeah, wow! Gegen MSV Duisburg Nummer 2! Wir sind natürlich hier voll auf Partystimmung, weil wir das letzte Spiel gewonnen haben. Ja, geil. Gegen Viktoria Köln war das 2 zu 1. Genau, ich bin jetzt schon wieder so enthusiastisch. Aber gut, wir haben einen Verletzten der Aufstellung, der Knützinger. Tut mir ziemlich leid für den. Ich will mal wissen, wie von der Stärke. Achatz hat einen Stärkepunkt beim Spiel hinzugewonnen. Tölke, glaube ich, auch. Hier, Oberlander, glaube ich, auch. Ja, ich weiß gar nicht mehr. Und Marcel ist fast schon auf einer 60, aber das war er, glaube ich, auch schon davor. Timbo auf einer 50 mittlerweile, rennt darum, aber wir haben gesagt, Achatz würden wir gerne nochmal von vorne, von Anfang an sehen. Weil er ein Tor gemacht hat. Ja. Aber hier, Knötzinger, der muss raus. Den können wir dann... Warte, 46, 43, 43, da möchte ich mal in der zweiten Mannschaft schauen, ob wir da einen besseren haben. Nee. Hätte mich auch stark gewundert. Man kann nur was schauen. Ah ja. Dann nehmen wir Kruschke doch rein. Tobias Kruschke. Kruschke. Mit einem, was ich hier auch nochmal schauen wollte, haben wir überhaupt... Guck mal so einen zum Beispiel, aber ja. Hier sind wir total ausgebucht, deshalb bringt nichts hier auch. Deshalb bringt das nichts, wir machen hier mal so... wie gesagt, Dings hier machen wir... Moral wollte ich schon sagen. Wie nennt man das? Mentor. Mentor, genau. machen wir dann... in der Winterpause, würde ich sagen. Aber hier haben wir zum Beispiel einen, den müssen wir da bald auch einen Vertrag anbieten, mit 42 schon, Tim Friesenbichler. Für die erste Mannschaft, was? Erste Mannschaft? Ah. Da. Warum verschwindet das eigentlich? Ja, keine Ahnung, es hat irgendwelche Probleme. Sonst würde ich sagen, never change a winning team. Außer... 52. Nee. Ja, vielleicht. Ich würde so lassen. Hier. Ein Tobias. Ja, ja. Wir könnten natürlich... Tim Draxler ist ja wieder fit, aber... Ich weiß nicht, wie das... Der Tschech auf rechts Mittelfeld und Draxler... Warte, das muss ich kurz mal ausrechnen. Dann wäre da 57... Und da ein Schnee, dann würden wir, glaube ich, zu viel verlieren. Deshalb würde ich das so lassen. Ja, ja, lass mal so. Ja. Was ist das? Nach da unten? Ja, ah, die haben wir ja Probleme. Egal. Jugendprobleme. So, ich würde sagen, Auswärtstrikot passt heute nicht so, ne? Es beißt sich ein bisschen mit dem anderen. Deshalb würde ich mein Trikot spielen, ne? Sieht besser aus. Jetzt haben wir auswärts. Egal. Ich bin auswärts übrigens. Das heißt, ich darf diesmal heute die Mannschaft ansagen, die Auswärtsmannschaft. Yeah. Form ist halt bei uns noch so eine Sache. Bei den anderen schon besser, aber die Stärke spricht, was ist eindeutig, spricht, wir sind ein bisschen besser. Sagen wir so. Die vierte Liga ist halt ziemlich nah beieinander von der Stärke. Jeder kann jeden schlagen. Deshalb würde ich sagen, gebt euer... Wollen wir sagen, ein Remis schaffen wir auf jeden Fall? Ich weiß es nicht. Wir verlieren das heute nicht. Nee, das will ich nicht sagen. Wir holen mindestens einen Unentschieden. Das ist schwer heute. Gibt euer Bestes. Ja, komm. Kein Risiko jetzt. Das ist erst der vierte Spieltag, wir müssen uns erst einspielen. Ja, wir stehen hier. Costa Rematch klagt in der Presse über Bla. Dominik Tschech ist 34 Jahre alt. Das ist ja schön für ihn. Ich bin der jüngste Spieler auf Platz mit 18. Dankeschön. Schön. Der FC Situation hat seit 3 Spielen nicht mehr unschieden gespielt. Auch gut. Wir haben nur verloren, 2-mal und einmal gewonnen. Ja, ja. Wir hatten nur 3 Spiele. Eben. Oh, ja. So, hier haben wir das, die Mannschaft. Wen gibt's da? Somoa und Kalski kenne ich alle nicht. Also, Oberlander, Geller, Schäppes, Laugs, Xech, Marcel Köffler, Tobias, Engelbrecht, Achatz, Tölke. Alter, was für eine Stimmung, Leute. Jetzt mal unsere. Geht hier ab? Ja, okay, Spiel hat begonnen. Also, hier haben wir... Was für eine Stimmung ist hier bitte im zweiten Stadion von Duisburg. Was eine geile Eindruckmucke.
Da muss ich ja, das feiere ich jetzt gerade ein bisschen. Aber oh, Cech mit einem weiten Einwurf auf Marcel. Gleich mal. Tölke. Vielleicht ist er jetzt etwas schneller geworden, aber nein. Boah, die Duisburg-Fans hier sind ordentlich am Start. Tölke auf Marcel, beziehungsweise Marcel holt den Ball. Achatz. Schade. Scherfel holt sich den Ball. Um ihn gleich wieder zu verlieren, er behauptet ihn trotzdem noch. Engelbrecht. Tölke. Eieiei. Der Tölke ist halt gar nicht drin. Bis jetzt. In 10 Minuten hätte man schon gescheit spielen können. Also das geht jetzt voll in die Hose bei Tölke heute. Reinhardt. Da ist Leeds. Nicht Leeds. Leeds war aber jemand anderes. Tölke wieder mit dem Fehler. Der hat noch keinen anständigen Pass hinbekommen heute. Tobias. Auf Achatz, aber wie gesagt, letztes Spiel. Oh, klasse. Achatz. Achatz! Nein! Pfosten. Alter. Der Achatz geht momentan sowas von steil. Das ist ja unglaublich. Ich glaub's nicht, ey. Was ist los mit dem Achatz, ey? Der leidet an totalen Störungen, ich schwör. So. Hier, ja, Gerlach. Seine erste richtige Aktion im ersten Spiel von Anfang an für ihn. Tölke. Zu Tobias. Das war eindeutig. Nein. Nein, das sag ich lieber nicht, egal. So. Ja, aber die haben auch nicht so die großen Namen in der zweiten Mannschaft wie andere zweite Mannschaften, ne? Aber trotzdem gefährlich. Overlander, letztes Spiel war perfekt von ihm. Außer der am Ende, aber dafür kann er nicht zu 100%, was Engelbrecht mit dem nächsten Fehler. Offensive sollte noch was drauflegen. Tschech. Marcel auf Tölke. Tölke ist immer noch am Ball. Tölke! Ah. Guter Schuss, aber sie nähern sich langsam. Belka ist auch da. Sie nähern sich langsam dem Tor, sagen wir es mal so. Das war sehr gestimmt von Tölke, war das, glaube ich. Gibt klar die gelbe Karte. Henning Tölke. Schieber, Schieber. Hat auf jeden Schieber. Fall einen geilen Bart und das ist ganz Schieber. Klar, gell? Ja, ja. Das ist in der vierten Liga ziemlich berühmt, dieser Spruch hier. Bei jedem Spiel wird er gerufen. Eieiei. Ei, ei. Aber bei denen klappt auch noch nicht wirklich alles in der Offensive, beziehungsweise gar nicht 42% erfolgreiche Pässe bei denen, nur bei uns 78. Wahrscheinlich haben alle einen gescheiten Pass hinbekommen, außer Tölke. So, Mua. Da ist Marcel. Aber Marcel, gleich die Vorlage, aber da ist zum Glück Hans Overlander. Kevlar ist mit nach hinten gegangen, um den Ball anzunehmen. Da ist Achatz, verliert den Ball. Ja, das muss man nicht pfeifen, ganz ehrlich. Hier Justin. Schieber, Schieber. Ja, ja. Und Loh ist da. Das war gut, das war gut. Tölke verliert den nächsten Ball. Ja, ich würde es nicht wundern, wenn er eine 5 hat. Wenn nicht sogar eine 6. Ja, dann müssen wir Tim Boran. Ja, Tschech, kein Elfmeter, aber dafür ist er erfahren genug, da... Komm, und zu Tölke, Tölke war... Ja, das war eigentlich gut gedacht, aber Kevlar auch schlecht gemacht. Ballbesitz ist ziemlich ausgeglichen, 50-50. Eieiei. Aber egal, wir hätten noch eine zweite Halbzeit. Loh auf Marcel. Auf Tobias. Wo ist Achatz? Ich muss was zeigen. Hier ist Kevlar. Kevlar auf Tölke, aber wo rennt der denn hin mit dem Ball? Scheffel. Achatz. Achatz. Ja, was für ein Fehlpass. Naja, nicht so unbedingt Fehlpass. Achatz ist zwar besser, was ist das jetzt hier? Nächste Gelb. Das kann doch nicht wahr sein. Für Loh. Das darf nicht passieren, Innenverteidiger. So, also ein Fehlpass von Achatz eben war das nicht. Ja doch, er hat... Nee, er wollte eigentlich... Ja, trotzdem war es ein Fehlpass. Aber nicht so ein extremer wie von anderen Spielen. Bei anderen Spielern. Ah, Engelbrecht kommt nicht ran, das ist abseits. Ja, das war etwas ungeschickt vom Duisburger. Komm, jetzt letzte Nachspielzeitminute.
Vielleicht noch eine Chance. Oh. Oberlander macht's dahin. Ich hoffe, der kann das auch. Ja. Engelbrecht auf Marcel. Pfeift er ab? Nee, noch nicht. Kevlar. Setzt sich durch. Ach, hat's. Tölke. Tor! Henning Tölke. Ich vergesse alles, was ich bisher gesagt habe. Er macht das Tor. Und das... Dieser Tölke. Unglaublich. Kann man nur noch klatschen. Eieiei. Was der vor dem Tor kann, ich glaub's ja nicht. Der kann sonst gar nichts, aber wenn er zum Schuss kommt, so, dann ist der Ball drin. Halbzeit 1-0. Gebt euer Bestes, haben wir getan. Das sehen wir auch das gleich. Das haben wir aber sowas von getan hier. So. Ja, trotzdem Achatz und Tölke mit einer 4, aber egal. Das lassen wir erstmal so. Achatz mit einer 4 verstehe ich auch nicht. Wenn ich ehrlich bin. Oberlander wieder mit der 2,5. Tschech auch mit der 2,5. Das klappt alles. Ja, ja. Lass ich verstehen, oder? Ja, Halbzeitansprache. So haben wir uns das vorgestellt, oder? Ja. Genau. Ja, dann hier Engelbrecht, Tölki und Achatz einfach mal durchmotivieren. Die drei müssen jetzt was. Ja, Achatz nicht so zufrieden. Und Oberlander und Tschech würde ich mal loben. Ich meine, die haben das auch verdient. Beziehungsweise Oberlander loben und den Gerlach würde ich noch motivieren. Weil der hat nur 3,5. Dass der nicht auf eine 4 rutscht. Hier der Oberlander, der lässt sich echt davon mitreißen. Also der ist nochmal 3 Moralpunkte und Selbstvertrauen dazugekommen. Also dieser Typ geht krass steil. Gut, würde ich so lassen jetzt. Würde ich reingehen in die zweite Halbzeit. Ja. Und das auswärts. Unglaublich. Wir dominieren das Spiel auswärts. Achatz holt den Ball zurück auf Kevlar. Kevlar, der spielt auch gut, aber jetzt geht das nicht so gut. Gerlach versucht da sein Spiel auszutanzen. Da muss aufpassen, er hat eine Gelb, soweit ich weiß, das war doch der, oder? War nee. Das... Tölke und... Stimmt, Tölke hat einen, ja. Aber Gerlach hat auch schon mal einen Foul gemacht, also... Oh, und gut von Engelbrecht Moment. Jetzt. Loh und Tölke haben eine Gelb. Ah ja, jetzt kommen sie, hier mit Javcic. Und Tschech, aber der kann das, der ist erfahren. Unser Kapitän, der weiß, wie man fault im Strafraum. Hoffentlich geht's nicht schief. Tobias legt sich mal etwas zu weit vorn. Nicht vorn. Und jetzt Reinhardt, gut von Kevlar. Engelbrecht. Oh, das war das für ein Pass. Aber Tölke kommt trotzdem noch. Achatz, Tölke zu langsam. Und wieder zu weiter Pass, also das sind wir übrigens, ja. Als Trainer, ja die Fans, das sind zwar nicht unsere Fans, aber die machen Stimmung. Auf Tölke, der legt sich den Ball super weit vor. Jetzt würde ich mal auch reinschauen und schauen, wen wir auswechseln können. Wir können mal einen Timbo bringen, aber für Achatz, bitteschön. Ja. Feldhaus würde ich noch nicht bringen. Ja, erstmal eine Auswechslung passt. Marcel hat sich den Ball gleich wiedergeholt. Tölke. Eieiei. Mit dem müsste man am besten die ganze Zeit sagen, bleib einfach im Strafraum stehen, pass auf, dass du nicht im Abseits schießt, aber nimm um Gottes Willen den Ball nicht mehr an. Die anderen sollen nicht mehr zu ihm passen. Das ist ja schlimm. Achatz hat auch heute ein gutes Spiel gemacht. Kaum sage ich das passiert sowas. Reinhardt auf Marcel. Der ist echt wie die Feuerwehr da hinten. Der... Unglaublich. Was der da an Bällen rausholt und Scheffel! Nur gelb zum Glück. Kevin Scheffel und uns die ganze Abwehr jetzt. Beide Innenverteidiger haben jetzt eine gelbe Karte. Das ist riskant, ja. Das ist... Die müssen jetzt nämlich mehr aufpassen, dass sie keine Gelb-Rot bekommen. Und Gelb-Rot wäre zu unserem Zeitpunkt überhaupt nicht vorteilhaft. Ist nie vorteilhaft. So, hier kommt, erstmal kommt Bengway für Reinhardt. Uiuiui. Das war auch ein guter Freistoß und Timbo für Achatz natürlich. Ja, Tölke, der kommt, kann er noch nicht mal zurückrennen. Javcic und Tschech, ah, jetzt fault er.
Und jetzt müssen wir nochmal reinschauen. Ich würde Feldhaus nochmal bringen. Als das letzte Mal reinkam, war das eigentlich ziemlich gut. Und sonst würde ich das erstmal so lassen. Ja. Ich würde heute nur zweimal auswechseln, außer es gibt jetzt noch einen Totalausfall von irgendwem. Hier, die wechseln auch nochmal aus. Und hier ist Feldhaus mit der 16. Da kommt Surakis für Taxi. Für den Taxiplatz. Und Overlander hat ihn, oder? Nein, da muss er doch hingehen. Hans Overlander hat da ein bisschen mit dem Feuer gespielt. Aber egal, Leute. Jetzt ist wichtig, hinten dicht. Der ist zu weit, der passt. Den bekommt er nicht mehr. Wer ist das? Das ist Gerlach. Gerlach. Mit den roten Hand kann man sich gut merken. Ja, ja. Gerlach. Und hier kommt Göktemir für Yolsan. 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 Ah, da kommt er gleich mal. Aber Kevlar ist da. Kevlar geht vorbei und wird gefoult von Mbengue. Oder Mbengue. Schäfel mit dem Freistoß auf Feldhaus. Geht fast vorbei noch. Und jetzt ist hinten auf Gerlach wollte ich schon sagen. Overlander nicht rauskommen. Loh. Ah, ja, Pass kommt an. Schäfel mit dem Fehler. Und jetzt ist auf. Jetzt ist auf Loh mit dem rettenden Bein. Jetzt wird's nochmal hart. Wir haben schon oft Gegentore in der letzten Minute bekommen. Wir müssen echt aufpassen jetzt. Feldhaus. 5 Minuten noch. Ganz langsam jetzt. Marcel. Tölke mit dem Fehler schon wieder. 2-0, dann ist sicher. Das war auch letztes Spiel so, aber... Momentan scheint das 2-0 aber noch ziemlich weit weg. Ja. Och, schon wieder. Das kann doch nicht wahr sein. Nein, das ist niemals eine gelbe Karte für Tobias. War er doch, oder? Ja. Das ist unglaublich. Ah. Das war überhaupt kein Foul. Was war da jetzt mit dem Foul? Bisschen Körpereinsatz, also bitte. Da muss ich gerade auch überlegen. Oder... Okay. Ja, letzte jetzt Minute. Keine Fehler mehr. Das 1-0-Sieg bringt ihn nach Hause. Ich sehe schon. Schlecht auf Marcel mit dem Fehler. 2 Minuten Nachspielzeit übrigens. Aber da ist jemand, Da war Tschech, glaube ich. Und ist vorbei. 1-0-Sieg, Mann. Das war jetzt aber knapp. Egal, Siegesserie fortgesetzt und wir tanzen, yeah! Gibt's einen Jubelsturm? Gut gemacht, Leute. Puh. Das war echt, echt spannend. Ja. Aber auch wenn sie eine gute Form haben, wir haben sie ein bisschen reingedrückt. 51% Ballbesitz, 3 Schüsse leider nur. Und 11 Fouls, also das müssen wir abstellen. Auch dementsprechend viele gelbe Karten. Schauen wir mal rein. Hier, das waren die Tore, beziehungsweise das Tor. Tölke, gut abgeschlossen. Also vom Tor ist der eiskalt, der Junge. Da kannst du noch sonst was sagen. Und hier, das war die Riesenchance von Achatz. Die war am Anfang, gell? Ja, erste Halbzeit noch. Also das hätte ruhig mal ein 2-0 sein. 1-0. Ja. Also vom Spieler gibt's am Ende. Gut, machen wir weiter. Ja, was soll man dazu sagen? Dominik Tschech, bester Spieler. Ist okay, Marcel mit der 2,5 ist auch okay. Nur Tippen und Feldhaus haben ein bisschen enttäuscht, als sie reingekommen sind. Dominik Tschech, Spieler des Spiels, bin ich auch mit einverstanden. Und es geht steil nach oben, also ich würde noch nicht sagen, dass wir da unten raus sind, aber 6 Punkte ist schon gut, auch wenn uns auf Platz 1 noch 6 Punkte fehlen. Borussia Mönchengladbach, der nächste Tabellenersten, gegen den wir spielen. Zeig mal die Stärke. Nein. Ja, da seht ihr mal Wiedenbrück. So. 604. Das ist schon besser als wir. Also da, das wird auch nochmal. Aber wir haben ja gegen den letzten Ersten auch schon gewonnen. Moment, wie war das? So war das. Nee. Das war am ersten Spieltag. Wo waren da? Nee, wo waren die denn? Gegen Viktoria Köln, wo waren die denn? Nee, da waren sie Vierter an. Okay, Vierter waren sie, okay. Jetzt ist es nochmal steil. Ja, Gladbach, ist ein schweres Spiel wird's, aber ich meine, wir könnten bis auf Platz 3 vorstoßen. Ja. Auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist, dass wir gleich auf Platz 3 kommen.
Aber vielleicht, wenn wir uns jetzt echt dran halten, könnte es noch was werden mit Aufstiegschancen. Wie sieht Warte, denn. warte. Ich finde die Chancenbewertung übrigens sehr geil. Ich weiß nicht, ob ich das traurig finde oder eher gut. Ich meine, hier 14 Chancen im gesamten Spiel, während andere hier schon mit 46 Chancen dastehen, Tja, wir aber. machen halt rein. Ich möchte kurz nochmal schauen, wie unsere Stärke sich entwickelt hat. Die Sache, wir schon Siebter. 613. Sind eins vor Glatt. Nee, nee, Doch, das ist. Ja, die das waren ist. Sechster. Siebter. Ja, das ist ein Fehler, aber. Das geht momentan Und gut. wir sagen, es gibt ja 3 Punkte zu holen. Warum sollten wir uns mit einem auseinandersetzen? Ja. Das ist das Zitat des Tages übrigens. Finde ich gut. So, wer ist drin? Marcel Marcel, wieder zum und zweiten Mal. Tschech. Da müssen wir Jawohl. mal reinschauen. Hier Marcel, glatter Spitzenreiter in der Nominierung. Was SDS? Spiel des Spiels. Spieler des Spiels, ja. Also. Ich hab'n Lauf, ne? Ich hab'n Lauf. 62 jetzt schon von der Stärke. Ich hoffe, das Was ist ging da auch. runter? Sag mal. Die Ja. Schusskraft und die Aggressivität und die Reaktion. Ist aber jetzt nicht so. Ja. Teamleistung, Teamleistung Platz 2. 3,18 ist gut, beste Spieler. Da haben wir jetzt auch ein Tölke drin auf Platz 14 und ein Achatz. Haben wir noch welche? Tölke sogar mit 2 Toren, stimmt ja. Echt? Ja, Wann? der hat ja auch gegen Victoria eins gemacht. Ach so. Ja, das ist 12 Punkte, ja. Und ja, Knötzinger noch 3 Tage. Knötzinger wird wieder fit, aber mal schauen, wie der. Ob der besser drauf ist als Gerlach. Das Tschech Duell. natürlich gewinnt hier sein Duell. Er konnte 60% der Zweikämpfe gewinnen. Ja, 100, naja, okay. Naja. So, Mannschaft der Woche Gladbach. übrigens. Und wie sieht's denn hier in der ersten Bundesliga aus? Nürnberg Ja, auf die haben Platz noch gar 2. nicht gespielt. Ja, hab ich gar nicht hingeschaut gerade. September. Ach, wir sind im August. Ja, wir waren eben im September. Wir waren letzte Woche im September. So, mit denen können wir gleich mal reden hier, mit den geilen Jungs. Ja, Dominik Tschech. Den letzten Sieg verdanken wir dir, ist nicht so wahr. Du trainierst sensationell, können wir mal sagen. Nochmal 3 Moralpunkte zugelegt, Marcel. Du hast gut trainiert. Ja, nochmal um 3 Punkte. Wie sieht's da aus? Von der Stärke her, ja, Marcel mit einer 62, perfekt. Tschech mit 58, aber 14. An Form. Unser Ersatztorwart geht momentan auch steil. Das Ja, ist ja hier. unglaublich. Sie haben am Wochenende spielfrei und könnten ein Freundschaftsspiel buchen. Ja, nee, wir lassen die erstmal ausruhen. Aber wir könnten ja irgendwas anderes machen. Wir könnten mal. Ja, was können wir machen? Tag der Tag der Jugend. Jugend, genau. Und, ah, da fällt mir auch noch was ein. Haben wir das eigentlich schon gemacht? Könnten wir mal. Und Sonntag. Ich hoffe, dass das noch reingeht. Oder haben wir das schon gemacht? Ich Was weiß denn? nicht. Ne, der Probetrainingstag, den könnten wir dann auch mal schnell machen. Wie wär's doch mit Sponsorentag? Ne, ne, das machen wir dann in der Winterpause. So. Erstmal weitergehen. Vielleicht finden wir noch irgendeinen Spieler, der gut ist beim Probetraining. Das ist doch ganz In gut. 29 Tagen ist es übrigens das Pokalspiel. Gegen Seeheim Jugendheim. Nee, eigentlich nicht. Wir hatten Doch, doch, da das war ein stand's. anderer Verein, aber In 30 Tagen. Sie haben. Jugendtag. Michael Knötzinger? Das ist doch nicht etwa der. Ist es der Sohn oder der Bruder? Das ist der Bruder von Daniel Knötzinger. Wie geil. Aber ja, den können wir mal mit reinnehmen. Wir brauchen Spieler. Vielleicht wird ja irgendwas aus ihm, auch wenn ich es nicht glaube. Das neue Sponsorenangebot habe ich auch eben gelesen. Moment, wo ist er jetzt? Der ist noch nicht drin. Jugendmannschaft. Achso. Aber der kommt ja erst. Okay. Neues Sponsorenangebot und Knötzinger ist wieder fit. Okay, das schauen wir jetzt mal rein. Obi! Wie viel? 2000? Ja, 2500. Vielleicht geht noch etwas. So mal hin. Ein Jahr ist okay. Nochmal. Eieiei. Jetzt weiß ich nicht. Ich würde noch einmal machen. Ja, jetzt würde ich unterschreiben, komm. 2500 geht nur ein Jahr. Für das eine Jahr nehmen wir das mal mit. Mach mal weiter den Wochenplan.
Wir sind erst da. So. Dann haben wir gleich noch einen Probetrainingstag. Wie gesagt, das machen wir jetzt nicht so ausführlich, sondern nur ein bisschen. Persönlicher Sponsorenvertrag, 12.036 Monate, ist gut. Ist ja für uns. Mehr Geld verlangen? Nee. Das können wir dann wieder dem Verein geben. Ja, das nehmen wir auch mit. Egal, mehr Geld für uns, mehr Geld für den Verein. Und Probetrainingstag. So. Jawohl. Das können wir mal schnell machen dann. Den Text, der ist meistens uninteressant, ja. Was machen wir da als erstes? Moritz, checken wir mal an. Sprints noch nicht? Sprints, oder? Bisschen Lauftraining erstmal. Und das machen wir mal 25 Minuten. Wobei, bei der Klasse erstmal 20 Minuten. Sonst, warte, beginnen wir mal. Es geht schnell. So, 42 Spieler sind gleich mal. Wer ist? Daniel Niedermeyer, Ulrich Kirchhoff und Schreiner sind gut aufgefallen. Der Schreiner ist nicht gut aufgefallen. Er hat keine Lust zu laufen. Ja, aber er war auffällig. Ja, weil er keine Lust hatte. Okay. Was ist noch wichtig? Trainingsspiel erstmal, oder? Nee, das machen wir doch als letztes. Man, immer zum Ende vom Training. Techniktraining, bisschen was. 15 Minuten würde ich sagen. Was bedeuten die Prozent hier? Ja, das sind die relevanten Fähigkeiten. Okay. Zwei sind ausgeschieden. Gut. Gehen wir nochmal mal ins 1 gegen 1 und Passübung würde ich noch machen. Erstmal 1 gegen 1. Wie viel? 20 Minuten können wir ruhig mal machen. Okay, ja, das sieht gar nicht gut aus. 6 Spieler nochmal weg. Ja, und jetzt Passübung. Und zwar 25 Minuten. Und dann nochmal zum Abschluss ein großes Trainingsspiel. Ja. 8 Spieler nochmal weg und das Trainingsspiel, da wird wahrscheinlich keiner rausfliegen. 30 Minuten ruhig mal. Die müssen ja auch eine ganze Halbzeit durchspielen. Ne? So. Gut. Jetzt können wir die verpflichten. Wir schauen mal, was unsere Trainer, was unsere Co-Trainer sagen von der Stärke her. Okay, drüben. Okay, ja. So. Geschätzte Stärke. Gibt's 43. Ulrich Kirchhoff können wir mal mit reinnehmen. Ruhig mal. Auch Talent, 3 Sterne. Wir wissen nicht, ob es wirklich so ist, aber das ist die Einschätzung. Ja, mach mal. Wir haben ja immer noch eine zweite Mannschaft. Ja. Erste Mannschaft erstmal. Villa hatte schon 4000. Ja. Villa. Haben wir hier noch vielleicht. Gut. Rücknummer 22. Eine 18-Jährigen mit der... Nee. Talent ist nicht so toll. Haben wir noch irgendjemanden? Nee. 23-Jährige, oder? Ja, aber von dem wissen wir die Stärke nicht. Könnte auch 20 oder 10 sein. Ja, wir können... Nee, die würde ich nicht verpflichten. Das ist voll gemein. Ja, den einen können wir mitnehmen. Die anderen würde ich erstmal so lassen. Gut, über welchen Fortschritt als Trainer des FC Sidus haben Sie sich zuletzt gefreut? Die Abwehr kommt mal wieder sich stabiler vor, die Reservisten legen sich gut ins Zeug, der ein oder andere Spieler steht auf dem Sprung. Nein, unser Mittelfeld hat sich verbessert. Unser Sturm ist deutlich schwieriger auszurechnen. Unsere Jugendmannschaft ist verbessert worden, dass wir weiterspielen lassen. So unser Mittelfeldspiel hat sich verbessert, würde ich sagen. Ja. Nochmal 2 Moralpunkte. Danke für das Interview, bitteschön, immer wieder gern. Es war eine Frage, aber naja. Fanbeliebtheit 98 von 100. Wir können auch gleich wieder reinschauen, was die Fans so sagen. Haben wir ja auch lange nicht mehr gemacht. Und wir haben immer noch einen Zuschauer. 20 Wack schließt 2 Wochen. Neuer persönlicher Sponsorvertrag. Saisonvorschau verfügbar. Es ist halt die Frage, ob wir noch jemanden kaufen wollen. Aber ich würde sagen, erstmal nicht. Für die, Selden Shaqiri, der war in Leverkusen, deswegen auch immer. Oder ist zu Leverkusen gewechselt? So, ja. Das ist doch mal toll. Auch wenn ich kein Leverkusen-Fan bin, aber ich meine, für einen Shaqiri ist es bestimmt nicht schlecht. So, da haben wir das Gladbach-Spiel. Es geht voran. 5. Spieltag schon. Und unsere Bude wird ausverkauft sein. Das wird ein schweres Spiel, aber... Ja. Alles kann passieren. Das wissen wir schon. Level 9? Der Manager. Ja, von der Form sind sie ein bisschen auch stärker als wir, aber wir haben auch genug Sterne, um da mitzuhalten. Sind sie 9, 641? Ja, das spackt rum.
die Anzeige. Aber ich denke, jetzt können die Aufstellung machen wir in der nächsten Folge. Ja, Fans, wolltest du noch kurz reinschauen? Ja. Damit tun wir dann die Folge auch beenden. Wie wird das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach 2 enden? 96% sagen Sieg. Perfekt, Marcel ist der Lieblingsspieler mit Scheffel und Tobias ist auch drin, das ist doch gut. Tobias, Marcel, sieht Tobias viel zu jung und unerfahren. Ach, leck mich doch am Arsch. Für den Verein interessiert sich doch sowieso nur ein paar Rentner, du leck mich auch am Arsch. Ich habe euch wieder beim Training zugesehen. Schön, eins. Am Arsch. Und wo ist eigentlich das ganze Geld hin? Wir hatten nie mehr, also... Wir haben sogar mehr bekommen als vorher, oder? Ja, wir sind konstant auf einem Niveau geblieben, ne? Aber wir, von dem Fanartikel haben wir jetzt schon mehr verkauft als, Haben wir überhaupt Fanartikel? Haben wir überhaupt welche produziert? Hä? Sticker können wir mal aufnehmen, oder? Sticker? Wann haben wir das gemacht? Das war doch vom letzten Mal. Trikotverkäufe, mach mal Trikotverkäufe. Oh! Kevin Scheffel, der ist der Liebling hier. Warum und Tobias so ist eine Lifestyle-Ikone, wie geil ist das denn? Hey, warum Passer ist auch eine Lifestyle-Ikone. Ja, da können wir uns ja viel erhoffen in Zukunft. Warum haben wir so viele Trikotverkäufe und letztes Mal überhaupt keine? Naja, keine Ahnung. Okay, Moment. Das finde ich aber echt scheiße hier, naja. Egal. Hier, irgendwas noch entwickeln hier. Posteingang haben wir noch. Achso. Okay. Was auch immer das ist. Restbefall im schwachen Fuß. Und die Sommertransferperiode endet in einer Woche. Ja. Wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ja, wir können dem kein Geld geben, oder? Haben wir ja mittlerweile wieder was, ja. Ja. 4000. Ist doch perfekt. Ja, dann. Gut. Wir sagen, bis zum Spiel, Gladbach, wird schwer, schaltet trotzdem ein. Und sagen, eure Jungs von C2LP, bis dann. Tschüss.